da bin ich wieder. Mein Spiel ist schon wieder abgeschmiert, schönerweise. Das müssen sie echt mal beheben, das ist nicht mehr feierlich. Und ich weiß immer noch nicht genau. Glänzender Schwarm. Hier haben wir noch einen glänzenden... Hallo? Ich hab, das, der war doch gerade glänzend. Nanu? Ich habe jetzt 2 von 6 Schuppen, das ist ein bisschen langwierig, glaube ich. Aber ich gehe es vollkommen falsch an, kann auch sein. Ich bin irgendwie schon sehr weit draußen. Muss ich vielleicht den Köder mal erneuern? Oder muss ich mehr... in Richtung Stadt? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es doch nicht! Oh, da war wieder. Glänzen die? Ah, okay. Du musst dieses Funkeln anschwimmen, alles klar. Jetzt habe ich es raus, ich muss dieses Funkeln anschwimmen. So. Und noch einmal. So, und auf nach oben. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Hier bin ich und da muss ich hin. Alles klar. Ihr habt es geschafft. Ich wusste, dass ich recht hatte. Ihr habt mir wirklich geholfen und mein Vertrauen in die Menschheit wiederhergestellt. Nehmt dieses Geschenk als Dank. Danke dir. Jetzt rieche ich nach altem Fisch oder was? Super geil. Ich bin eine Frau und rieche nach Fisch. Was war das denn? So, oh, hier ist Silberfang.
Frostfaust sitzt hinter seinem Besitzer, der nun viel freundlicher aussieht. Frostfaust wirkt aber trotzdem irgendwie traurig. Vielleicht liegt das an der Stimmung seines Besitzers. Nicht Silberfang, sondern Frostfaust. Ich würde gerne aufhören zu funkeln. So seltsam. Na gut. Für die nächste Quest müssen wir ja sowieso immer in die Richtung hier, deswegen machen wir das gleich mal. Und dann schauen wir mal, was wir da bekommen so. Der BD-Fisch fragt, ob heute noch Clash of Clans kommt. Ja, das kommt heute auch noch. Aber jetzt gerade erstmal Aufnahme fürs Let's Play, weil das brauche ich heute. Da sehe ich Rohstoffe, die hole ich immer. Hallo, die hole ich mir. Rohstoffe? Kupfererz. Uah, ich bin so ein Hulk. Oh, da war's schon. Okay, da wollen wir uns mal damit beschäftigen, hier alles platt zu kloppen. Das ist der erste Banditenknorrer. Den hauen wir auch mal so dead. Hier, go, go, go. Einfach durchschnitt. Oh, Alter. Kloppt er mich hier mit seinen 3 Kilo, die er hat. Wolfsmeister. Ich glaube, es hackt, Junge. Mitkommen die Damen. Ja, wer hat noch nicht? Geht doch. Rucksack ist voll, ich verstehe das Problem nicht. Löschen. Sag mal, hier so. Ritter, Armband und vergesslich. Na, komm weg damit, das Level 17, das braucht eh keiner mehr. Level 21. Gelehrter, Gelehrtentuchrüstung. Ach, das ist die, okay. Den braucht auch keiner, Fängerhalskette. Donnerherrscher braucht auch keiner. Bogen braucht auch keiner. Würdest du mal die Fresse halten? Dankeschön. Gut, so, naja. Okay, wir haben jetzt... haben wir die Alchago-Tafel jetzt bekommen? Herstellungsmaterial, Knochen. Na, hau ich mal weg die Knochen jetzt hier, die brauche ich jetzt eh nicht. Vorräte, kleiner Heiltrank. Na komm, hau mal weg hier. Ist jetzt auch egal. Alchago-Tafeln fehlt mir jetzt irgendwie eine, oder? Der Sack vom Goblin-Schwindler. Packe ich ihn mal auf die 9. Nicht mit mir, Freundchen. Und nachher. Boah, Alter. Ob der mich um hier. Ob der mich einfach um? Ich glaub's nicht. B. Nee, Quatsch, nicht B, sondern J.
Ich habe keine Ahnung, inwieweit ich jetzt hier Quests gemacht habe. Pfad der Geschichte. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie muss ich noch was machen, was ich keine Ahnung habe. Ja, ist klar. Ich muss sagen, Fresse halten, wenn man keine Ahnung hat. So, stirb, 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 stirb. Ich müsste die Shango-Dinger noch langsam haben. Rucksack ist voll. B. Unverkäufliche Quest-Items. Können mit Hilfe des Taugels hier zusammengesetzt werden. Ja, ist schon klar. Aber wie viel brauche ich davon? Vielleicht verwirrt, wie viele Leute ich denn davon brauche. Ich gebe mich erstmal in eine Gegend, wo nichts ist. So, die muss ich jetzt irgendwie wieder zusammensetzen, nehme ich mal stark an. Chago Tafeln erhalten oder wie sehe ich das richtig? Verkäufliche Quest-Items, Vorräte, Herstellungsmaterial. Verwirrt. Chago Tafel. Brauchen wir einige. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück. Bevor es hier sinnlos weitergeht. Danke, ihr habt uns beigetragen, einen kleinen Teil des Chago-Imperiums zu bewahren. Ich werde euch davon erzählen. Es war eines älteren Imperien in ganz Aurazia. All unsere jetzigen Nationen scheinen aus dem Chago-Imperium entstanden zu sein. Damit könnt ihr euch vorstellen, wie groß es einst war. Arps! Das hat er wirklich so gesagt. Arps! Und sein Sohn waren die Herrscher. Sie waren machtvolle, heldenschaftliche Könige, die mit ihren beeindruckenden Schlachtrekorden die Grundsteine des Chago-Imperiums gelegt haben. Man erzählt sich, dass zwei dieser riesigen Statuen Vater und Sohn darstellen. Das ist ja wirklich wunderschön. Wundert ihr euch, wie so ein mächtiges Land so plötzlich spurlos verschwinden konnte? Nun, das lag am Drachenkrieg. Ähnlich wie die zerklüftete Choreografie von Bakra veränderte auch der Krieg zwischen den Drachen das Imperium für immer. Ich habe große Mühe auf euch genommen. Ihr habt große Mühe auf euch genommen, um die Bedrohung entlang dieser Straße zu beseitigen. Also solltet ihr lieber passieren, solange sie noch frei ist. Könnt ihr dabei helfen, einige Banditen genug am Vulkanspinn zu entfernen? Während wir weitergehen, die Tiere sind aggressiv. Trefft mich etwas weiter unten bei einer der Statuen. Natürlich. Ich soll mal gucken, ob ich die ganzen Chago-Tafel-Mist hier immer noch habe. Ne, ist weg alles. Super. Ärgert mich, dass ich das noch nicht nutzen darf. Das Level 31 Schwert. Welches Level habe ich denn? 26. Na gut, das dauert ja noch ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Kampf-XP ohne Ende. Da kommt mal mit, Jungs. Da kommt mal mit, Jungs. Alles fit, Jungs. Na, alles fit, Jungs.
Er kommt mal mit. Ich glaube, das wird immer noch nicht ein, bis ich sterbe. Klar, 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 klar. So. Alles beseitigt. Der ist irgendwie weg, okay. Dann halt nicht. Immer auf die Fresse, immer auf die Fresse. Ausweichen, ne? So sind wir also drauf hier. Helft mir mal. Huch, aua. Und da ist Gott Fettwanz von Boris. Nee, Fettwanz, na, wie geht's dir? Ja, ich glaube, da hilft mir jemand. Oder auch nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Schattenverfolger, ne? Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier sein soll. Also, dass ich eine Menge Damage gerade kriege. Boah, Alter. Ist der tot? Lol, der ist tot. Warte, verfolgt er mich, der Schattenverfolger?